herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute gibt es aus dem Thermomix ein Karottenblumenkohl-Curry. Los geht's! Wir brauchen dafür mal immer, wie immer bei mir, nur wenig Zutaten. In dem Fall sind es jetzt ein paar Möhren. Ich habe so viel genommen, dass die jetzt in dieses Körbchen reinpassen. Also das ist nicht ganz voll. Das könnt ihr ja nach eurem Ermessen machen. Dann habe ich noch einen relativ großen Blumenkohl gehabt. Den müssen wir natürlich gut waschen, den Strunk entfernen und dann gucken, dass wir den in Röschen zerteilen. Und die verteilen wir dann in den Varoma. Und das ergibt eine ganz schöne Menge, wie ihr das jetzt gleich hier seht. Ja, und dann habe ich einfach noch eine Dose Kichererbsen aufgemacht und die habe ich dann abgespült und die Kichererbsen darüber verteilt. Ihr könnt natürlich auch nach eurer Fantasie anderes Gemüse nehmen. Ihr könnt tiefgekühlte Erbsen nehmen, ihr könnt Kartoffeln mit reintun, Zucchini, Brokkoli, was auch immer ihr gerne mögt. Ich hatte jetzt das im Haus, das musste weg und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Dann geben wir 1 Liter Wasser in den Mixtopf, 1 Teelöffel Salz, dann die Möhren rein und dann wird der Varoma aufgesetzt und dann muss das Ganze erstmal durchgaren. Und zwar 30 Minuten im Varoma-Programm auf Stufe 1. In der Zwischenzeit, wo das Gemüse gart, können wir schon mal 2 Zwiebeln schälen, denn die brauchen wir später noch für die Soße. Nach Ende der Garzeit müssen wir dann gucken, dass wir das Gemüse zur Seite stellen. Das dauert jetzt noch so 7-8 Minuten, bis das Essen fertig ist und so lange sollte das Gemüse auf jeden Fall warm bleiben. Ich habe das jetzt einfach im Varoma gelassen, den Deckel wieder drauf gemacht und das reicht auch aus. Also bis dahin kühlt das jetzt nicht so weit ab. Die Flüssigkeit, die Garflüssigkeit, die müssen wir umfüllen, denn davon brauchen wir gleich auch noch etwas für die Soße. Als erstes machen wir jetzt die Zwiebeln. Also das sind jetzt hier 2 relativ große Zwiebeln. Die werden jetzt einfach mal eben da 5 Sekunden auf Stufe 4 bis 5 zerschreddert und dann werden wir die mit ein bisschen Öl andünsten. Das Ganze machen wir dann nochmal 2 Minuten, auch im Varoma-Programm auf Stufe 1. Und wenn die Zwiebeln dann angedünstet sind, dann sehen die so aus. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Und dann tun wir alle anderen Zutaten für die Soße dazu. Und das ist jetzt die Garflüssigkeit. Davon brauchen wir 250 Milliliter. Dann brauchen wir noch etwas Ingwer. Dann Currypulver. Wenn ihr jetzt irgendwie so ein indisches Gewürz habt, dann könnt ihr natürlich auch das nehmen. Das klappt ja auch prima, aber wenn ihr jetzt sowas nicht habt, dann tut es einfacher Curry halt auch. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter das Video. Und dann noch Paprika edelsüß. Und dann habe ich noch etwas für die Schärfe dazu getan, mein allgegenwärtiges Pulbiber. Ja, davon muss man halt ein bisschen vorsichtig das dosieren. Ich habe jetzt da so ein 1/4 Teelöffel vielleicht genommen. Und hier hatte ich noch meine selbstgemachte Cashew-Sahne vom Vortag übrig. Und die habe ich jetzt auch prima da drin verarbeiten können. Und damit das Ganze auch ein bisschen andickt als Soße, kommt noch etwas Mehl rein. Das ist jetzt Dinkelmehl und davon habe ich 15 Gramm genommen. Und jetzt muss das Ganze als Soße eingekocht werden und zwar 6 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 3. Stufe 3 deswegen, damit sich da auch keine Klümpchen bilden. Und dann ist die Soße auch fertig. Die duftet ganz wunderbar, sieht sehr currylastig aus, wie ihr das ja sehen könnt, aber passt wunderbar zu dem Gemüse. Ihr könnt das natürlich jetzt essen mit Couscous oder mit Reis oder ich habe das jetzt auch einfach so gegessen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Auf meinem Logo könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!